Ein Kabel verreist, das Licht geht ab, der Ton fällt plötzlich aus. Kurz das Horrorszenario bei einer Live-Übertragung. Im nächsten Bericht könnt ihr schauen, wie so eine Live-Sendung produziert wird. Und das anhand vom Basler Stadtlauf. Eine Live-Sendung zu produzieren ist unter allen Formen vom Fernsehmachen sicher die aufwendigste und komplizierteste. Um herauszufinden, was hinter den Kulissen passiert, haben wir den Regisseur, die Produzentin und die beiden Moderatoren am Oben von der Tele Basel Live-Übertragung vom Stadtlauf begleitet. Anfangen tut alles mit einem Produktionsplan, wo aufgelistet ist, wer was macht und was für Material man dazu braucht. Nebst 6 bis 7 Tonnen Technik werden ca. 2 Kilometer Kabel verlegt, 6 Kameras positioniert, eine Interviewzeit aufgestellt und eine Regie- und Übertragungswagen angefahren. Hier innen schafft der Rolli Bärlacher, der Regisseur von heute oben. Was ist genau die Aufgabe vom Regisseur und von der Regie? Das kommt auch wieder darauf an. Also wenn wir auf diese Sendung heute sprechen kommen, ist es der Ablauf von einem Event, das heute Abend stattfindet, für die Fernsehzuschauer so realistisch wie möglich überzubringen. Das heisst, es muss eine Logik haben im Bildverlauf, es muss Interviews müssen dann stattfinden, wenn die Leute bereit sind. Er muss in dem Moment umschalten, er muss können, die Kameraleute kommunizieren, was er will, wo er jetzt genau will, dass gefilmt wird und. Weil die Kameraleute, die ja hinter ihrer Kamera sind, die sehen ja nicht, was alle anderen 5 noch machen. Also, das ist auch Koordination. Ne? Vom Regisseur gehen wir gerade weiter zu Diana Bevilacqua, die Produzentin, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hat. Sie tut unter anderem sicherstellen wiederum, dass alle zum Beispiel den Zugang haben, dass sie können komfortabel arbeiten, dass wir ans Wichtige denken, dass wir eine Kulisse haben zum Beispiel, dass wir schöne Windschutz dabei haben und der Hauptteil ist natürlich der Ablauf, wie soll so eine Sendung dann gestaltet werden. Was kostet so eine Produktion? Es kommt darauf an. Wenn wir arbeiten, wie wir es gewohnt sind mit der BBM, mit mehreren Kameras, mit einer Live-Regie, kostet diese so eine Produktion rund etwa 20'000 Franken. Weiter geht's zu den beiden Moderatoren. Also wie bereitet sich ein Moderator auf eine Live-Sendung vor? Gar nicht. Und der Herr Marelli, Sie als Fachkommentator auch nicht? Ja, doch auf jeden Fall. Wir müssen natürlich die Startliste durchgehen und ein bisschen anschauen, wer sind Favoriten und so weiter, dass man dann kompetente Auskunft geben kann. Kurz vor der Sendung kommt nochmal Hektik auf, die letzten Vorbereitungen werden getroffen, die letzten Stecker eingesteckt. Aber was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann bei einer Live-Sendung? Stromausfall zum Beispiel, ist Worst Case, oder ein Glaskabel, das bricht, das verschnitten wird. Das Schlimmste könnte sein, dass wir einfach keinen Ton oder kein Bild haben. Das Schlimmste wäre das irgendwie, was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist, glaube ich, wenn einer kommt und nur Französisch redet oder so etwas. Das wäre für mich das Schlimmste. Kannst du kein Französisch? Ja, nicht gerade wirklich der Hammer. Und dann geht's los. Tele Basel ist live auf Sendung. Am Schluss von oben, nach einer Sendung ohne grosse Schnitzel, sieht man nur zufriedene Gesichter und es werden schon wieder Pläne für nächstes Jahr gemacht. Ich sage jetzt, der Stadtlauf dieses Jahr war ein riesen Erfolg, speziell für uns. Wir haben einmal mehr können zeigen, dass wir hier im Platz Basels Nummer 1 Fernsehen sind. Ich denke, der Basler Stadtlauf war für unsere Stadt ein riesen Erfolg mit über 7'000 Mitläuferinnen und Mitläufern. Und so auch sicher für Tele Basel. Wir haben tolle, schöne Bilder können einfangen. Wir haben Zeiger können interviewen und die im Gespräch gehabt. Ich denke, für uns war es auch ein Erfolg und wir sehen uns nächstes Jahr wieder.